Eine Feder anklicken oder so? Oder muss ich die einfach nur verscheuchen für irgendwas? Jetzt komme ich auch hier links. Ja, ein Spiel, das nicht wirklich auskunftsfreudig ist, was man hier tun muss. Ja, Point-and-Click-Adventure ohne Sprache. Ruhig ihre Ärger und hoffentlich keinen Ärger dafür kriege. Gut, was kann ich denn hier noch so machen? Also ihnen kann ich keinen Post bringen, weil er muss dafür Sonne haben. Und ich weiß nicht, wie ich ihm Sonne geben kann. Ich wollte eigentlich wieder zurückgehen. Verstanden. Dann kriegt der Pott jetzt erstmal seinen Brief. Hallo Geisterschamane, ich habe einen Brief für dich. Ein sehr schattiges Spiel, würde ich sagen. Das wäre der dritte. Und dafür geht die Sonne auf. Tschüss denn. Hat mich gefreut, dass ich dir den Brief geben konnte. Aus Prinzip gehe ich jetzt nochmal hier rein. Komme ich da links raus, oder? Moin, was geht? Aber ich komme jetzt hier nicht rüber, ja? Nein, ein dezentes Geräusch sagt mir nö. Okay, ich gehe wieder zurück. Danke, dass ihr den beleuchtet habt. Dann kann ich dem nicht einen Brief geben. Jetzt muss ich nur den Weg zurückfinden. Er hat nämlich schon seinen Brief gekriegt. Und alles scheint gut. Prost. Hello, I got post for you. Achso, jetzt bin ich genug Licht. Gut. Schatten. Und das wäre dann Katre, also 4.
Schön perkussive Geräusche im Hintergrund. Und ein Schnipsen. Und er macht Sterne an. Oder S. Nur. Und wir haben einen sehr kurzen Wachseinsbestand. Dankeschön. Glaube ich, hier komme ich wieder zurück. Die restlichen Wege waren irgendwie nur hier in dem Raum. Okay, bei ihm weiß ich immer noch nicht weiter. Ich gehe mal wieder zurück, hoffentlich. Merk mir, dass ich den Baumaffen da noch Brief geben muss. Und geh mal hier links. Wenn du Tipps hast, sag mir Bescheid. Okay, hier kenne ich die Vögel, ja? Die haben mir alles weggefressen, was da ist. Und da komme ich jetzt weiter. Nicht, dass ich wüsste, dass ich da vorher hätte weitergehen können. Und die weint da. Hey, Brief. Der braucht Wasser. Dann guck ich mal hier, du weinst doch, er braucht Wasser. Echt so schlimm? Hm. Danke, dass du mir das erzählt hast. Okay, dann gehe ich jetzt mal hier hoch. Ja, sehr traurig. Und hoffe, dass ich hier irgendwas Wasseriges machen kann. Ich kann sogar was Wasseriges machen. Aber es ist salzig, das ist bestimmt nicht sehr geil. Irgendwie finde ich das jetzt schon ein bisschen traurig. Aber ich tue es jetzt hier oben auch nochmal. Ich hätte mich jetzt ein bisschen geärgert, wenn jetzt meine Traurigkeit verflogen wäre. Und ich das nicht hingekriegt hätte. Ein Blümchen. Ein zweites Blümchen. Und noch ein drittes. Ich hab Post. Manchmal finde ich das beängstigend, die Rätsel zu lösen, ohne zu wissen, dass es eins ist. Aufstehen. Honig ist fertig.
Ja, Beamter. Ich hätte ihn jetzt gerne noch ein bisschen besser gesehen, wenn ein Klick, aber. Der Mauswanderer halten. Dunkel. Komm ich da irgendwo hin, wo Licht ist? Bisschen Licht, ja. Okay, da unten sind Vögel. Das heißt, hier ist es nicht giftig. Hoffe ich. Kann ich die kleinen Vögel auch anpicken? Okay, findet Mama Vogel nicht so gut. Okay, ich komme daran vorbei, wenn ich die wechseln lasse. Gut. Hier ist wieder so ein Feuerfuchs, das heißt, ich kann hier irgendwas anzünden. Hier ein Topf da. Achso. Ich weiß, deswegen habe ich den Feuerfuchs hier hingelotzt. Könntest du bitte da rangehen? So, der Kurz hat Feuer gemacht jetzt. Hier dein Brief. Ich muss auch mal Feierabend machen. Keine Ahnung, 5 oder 6. Erst brauchst du Feuer von mir, dann kannst du es selber machen. Ihr Postmann ist immer für Sie da. Aber vorsichtig, wenn ich dreimal klingel. Okay, hier sitzen wieder ein paar Mäuseriche rum. Was passiert, wenn ich da... Klicke und da klicke. Und da klicke. Hallo. Gib mir einen Tipp, was ich tun kann. Oder du nimmst einfach meinen Brief an, das wäre auch schön. Ah, vielleicht kann ich das mit dem Zumachen auch bei dem Springaffen machen. Werde ich gleich mal testen. Ist das jetzt 7 oder 8? Ja,
Der Postmann schläft. Okay, es war 7. Jetzt werde ich nochmal hier reingehen, weil der Weg hier noch führt. Vielleicht bin ich dann noch 8 los. Von 13 oder 15? Wie praktisch. 13 sind's. Guten Tag, ich wollte nicht stören. Wer braucht den Brief? Du brauchst ihn. Okay, dann nicht. Komm ich später. Halt. Halt. Bevor ich da weggehe, gucke ich jetzt nur noch was. Weil sonst muss ich nämlich wieder ganz zurück und wieder hin. Was ist das hier oben im Baum? Ach ich doch, da ist noch irgendwas. Du kriegst den Brief, ja? Schatten an der Wand. Der Tee ist am Kochen. Und der nächste ist wach, aus seiner Trance erwacht. Nun denn. Müsste nur noch ich aufwachen, ja? Wunderbar. 8 von 13, 5 Stück fehlen noch. Und ich gucke jetzt erst nochmal nach dem Äffchen von vorhinchen. Wenn ich den Weg finde. Gut. Ja, Might and Delight haben dieses wunderbare Spiel gebracht. Ich finde das wunderhübsch. Leider war zu streifen. Aber nun ja, ich hätte ja auch einfach einen quadratischen Bildschirm kaufen können. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich hier wieder zurückkomme. Weil wegen Vogel vorbeigehen. Okay, ich kann von hier aus anklicken, dann alles klar. Entschuldigung die Störung, ich musste hier nur durch. Bin ich bin's, ihr freundlicher Postmann aus Hannover. Grüße gehen raus. Ich kenne da nicht einen. Einen in Hannover und einen im Zorn, aber das nur nebenbei. Ja. Gut. Hier habe ich auch schon fast alles abgeliefert. Außer dem wasserlosen Freund da unten. Hier wäre nichts. Hier geht's auch nochmal weg. Halt. Wo geht's denn hier hin, Bich? Ja, da war noch was mit dem großen Schiff. Hier standen aber zwei, die sind weggegangen. Bim, 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 bim. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Okay, ich gehe mal aufs Schiff, mal gucken, was da abgeht.
Oh, head up, she rises, ho, head up, she rises, ho, head up, she rises. Und hier sind ein paar Flaschen. Jetzt drücke ich schon Freifeld, um zu sehen, was abgeht. Okay, ich gehe einfach rüber und sag ihm Hallo. Möchtest du was oder nimmst du den Brief an? Okay, dann ist einfach den Brief an. Freut mich. Dann dürfte ich schon bei 10 sein, oder? Zeitbombe. In Deckung gehen, bitte. Okay, ich habe wieder Zeit. Wundervoll. So.